Grüß euch zum Wort am Sonntag. Ich möchte ein ganz kleines Thema angehen. Es geht um Amazon. Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum hast du den Beamer nicht bekommen? Ich kann es euch gleich sagen, hier stimmte was zwischen Amazon und Lieferanten nicht, beziehungsweise zwischen der Webseite und den Lieferanten nicht, weil auf meiner Bestellseite stand nämlich drauf, wir liefern bis 20 Uhr, dann ist der Lieferant um 21.30 Uhr gekommen, was ich um 1,5 Stunden zu spät finde. Und dann ist noch die Dreistigkeit, ja, ich muss das Paket in den Stationen zurückschicken. Und gestern hätte eigentlich der Paketmann kommen sollen, aber gestern war niente nada. Und ja, ich war nicht erfreut. Und es scheint gängige Praxis zu sein bei Amazon, dass hier Sachen willkürlich storniert werden ohne meine Zustimmung. Und ja, ich bin einmal gespannt, was dann da rauskommt und wünsche euch somit eine schöne neue Woche und viel Freude bei euch und ich hoffe, euch geht's gut und es kann auch sein, dass an meinem anderen Kanal ein Video erscheint, wo ich euch Produkte präsentiere. Ja, Beamer ist leider keiner dabei. Es tut mir auch leid. Aber ihr könnt ja nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Amazon hat es auf gut Deutsch gesagt verbockt. Und wer Fehler macht, sollte auch gerade stehen. Ich sage danke und tschüss.